und sich zu freuen. Aber ich habe den Balken nicht berührt. Ja, das hast du nicht, denn du bist nicht darüber gesprungen. Wie oft muss ich es dir denn noch beibringen? Die Sonne geht gleich unter. Tut mir leid. Nächstes Mal wird es besser sein. Ich mach den Balken mal niedriger. Du kannst dir Zeit lassen. Vergiss nur nicht, was ich dir erklärt habe, okay? Verstanden. Ich muss es schaffen, über diesen Balken zu springen, bevor die nächste Prüfung ansteht. Sonst werden mich die anderen alle auslachen. Wie war das? Was ist los mit dir? Du bist genauso behindert gesprungen wie davor. Willst du mich verarschen? Nein, nein. In meiner Vorstellung hat der Sprung perfekt ausgesehen. Perfekt nennst du das? Dieser Sprung ähnelte eher einem Torpedo! Hä? Menschlicher Torpedo. So meinte ich das nicht! Obwohl, nein, vielleicht habe ich genau das gemeint.